Mann, ich hasse das so hier. Ho, ho, ho. Euch geht es allen guten Willkommen zurück zu einem neuen Vlog hier auf meinem Kanal. Also echt war das eher so eine Routine, kein richtiger Vlog, aber ich mache so ein bisschen im Vlogging-Style. Ich finde, das war vielleicht mal eine ganz andere und coole Idee. Und heute werde ich euch so zeigen, was ich so mache am Wochenende, wenn ich für Sport motiviert bin. Also manchmal habe ich so Tage, wo ich richtig motiviert bin, um mich zu bewegen, Sport zu machen und sowas. Und heute ist mal wieder so ein Tag. Also dachte ich mir, gerade in Corona-Zeiten, wo ich keinen Ton habe, wo ihr vielleicht auch keine Hobbys habt, wo ihr hingehen könnt oder so, zeige ich einfach mal so ein paar Sachen, die man trotzdem machen kann. Und jetzt gleich werde ich mich erstmal umziehen, weil ich kann schlecht in diesem Deckenpullover laufen gehen, weil ich werde gleich erstmal eine Runde durch den Wald laufen. Ich liebe es, im Wald rumzulaufen. Auch wenn ich mich mal nicht so ganz top fühle irgendwie, aber trotzdem in die frische Luft gehen will, dann kraxe ich auch einfach nur so ein bisschen im Wald rum und so, das macht mir total Spaß. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie so ein komischer Naturfreak, aber es ist halt so. Also ich hoffe, das Video wird euch auch gefallen und ihr seid vielleicht auch ein bisschen motiviert danach für Sport. Bewegung ist wichtig, Sport ist kein Mord. Okay, das... Nein, ich sollte nicht so anfangen. Nein. Wir fangen jetzt einfach mit dem Video an, lasst einen Deckel nach oben da und dann gehen wir gleich mal direkt eine Runde laufen. Also ich weiß nicht, ob es irgendwie von euch interessiert, aber ich benutze vom Joggen immer dieses Deo hier. Das ist mein Lieblingsdeo. Das sieht so aus. Genau, das benutze ich jetzt mal und danach gehe ich mal eine Runde laufen. Ich freue mich. Wuhu! Mal sehen, ob das Wetter noch mitspielt. Ich glaube, es hat gerade eben ein bisschen gefizzelt. Aber egal, ich bin einmal motiviert und dann ziehe ich das Ganze durch. Los geht's! Boah Leute, es regnet total, aber das Wetter ist mir jetzt egal. Ich möchte jetzt laufen gehen. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Das hat meine Kindergartenerzieherin immer gesagt. Hier habe ich mein Lauftraining angemacht. Und jetzt geht's einfach los. Im Wald ist mir wenigstens ein bisschen vor Regen geschützt mit den Bäumen. Boah Mann, ich hasse das so hier.
Meine Schuhe sind auch nicht besonders wasserdicht. Aber dafür ist es umso schöner, wenn man wenigstens warme Kopf davor schön durchgefroren und nass war. Übrigens, Leute, ich gehe natürlich nie alleine joggen in den Wald einfach rein. Ich nehme immer jemanden mit, den ich gerade überredet kriege. Mein Bruder, der ist gerade dabei. Und hier ist es ganz matschig. Boah, Leute, laufen und gleichzeitig schwimmen ist echt nicht einfach. Aber ich laufe jetzt eine kleine Runde, so 20 Minuten. Und dann freue ich mich auf irgendwas Warmes. Oh. Abbremsen. Über den Baumstamm. Die Aussicht genießen. Wow, da sind echt Fahrradfahrer jetzt gerade. Ja, okay, ich gehe auch joggen. Weiter geht's. Meine Zehen sind total nass, meine Schuhe sind durchnass. Aber jetzt geht es erstmal nach Hause. Die Runde war voll geil, hat voll Spaß gemacht. Und jetzt zeige ich euch gleich noch ein paar von meinen Favorite Stretches, wenn ich zu Hause bin. Meine Haare sind auch direkt gewaschen worden vom Regen. So Leute, ich habe mir jetzt eine Trinkflasche gemacht, weil ich bin jetzt noch so schön warm und werde mich jetzt noch ein bisschen stretchen. Ich glaube, ich muss erstmal meine Haare kämmen, weil die sind so nass und sind zerknüttelt jetzt. So, das ist jetzt mein Outfit. Ich habe mich jetzt umgezogen. Jetzt kann ich mich stretchen und hier liegt überall Chaos rum. Und mein Bett könnte ich übrigens auch nicht machen, wegen dieser kleinen Madame hier, die mein Bett leider blockiert, ne? Jetzt wird sie aggressiv auch noch. Och, Mäuschen, Böckchen. Hey, was hast du denn? Ja, auf jeden Fall, deshalb sieht man mal im Moment sehr unordentlich aus, ne? Kleine Schläferin.
Linda ist auch direkt mit dabei, die möchte auch mal duschen gehen, ne? Willst du auch duschen? Ja? So, ich bin jetzt fertig mit Duschen und Haare. Hab ich auch schon jetzt wieder gekämmt. Und jetzt können wir mal hier rausgehen. Wow, es wird richtig hell hier. Es ist jetzt überbelichtet. Oh, jetzt hat es wieder beruhigt. So, ich werde jetzt gleich mal dieses Video hier beenden, weil meine Sportroutine ist ja jetzt sozusagen vorbei. Also ich fühle mich jetzt viel besser, nachdem ich mal so ein bisschen Sport gemacht habe irgendwie. Das kann ich euch nur empfehlen. Macht mal Sport, bewegt euch und so. Und hoffentlich können wir auch bald wieder irgendwelchen Hobbys nachgehen sozusagen. Ich hoffe, dass ich bald wieder in die Turnhalle gehen kann, weil das vermisse ich richtig. Zu Hause touren ist zwar cool, aber nicht das Gleiche. Und jetzt schaue ich mal nach einem Shoutout of the Day noch. Das gibt es natürlich auch noch. Okay, heute grüße ich meine liebe Elodie. Sie hat geschrieben, hey Mavi, ich wollte dir nur mal sagen, dass du ein unglaublich toller Mensch bist und du dich niemals ändern sollst. Danke. Kannst du dich mal grüßen? Ein Hey reicht auch aus. Wer ist deine Lieblingsfigur aus Harry Potter? Deine Elodie. Also liebe Elodie, ganz schöne Grüße gehen raus an dich. Und meine Lieblingsfigur aus Harry Potter ist Hermine. Ich mag sie total gerne. Und Luna ist auch cool. Eigentlich finde ich alle cool, außer die Bösen. Ja, okay, das war's jetzt auch schon mit meiner Sportroutine. Ich hoffe, ich konnte dich auch ein bisschen motivieren und lass immer einen dicken Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, in den Community-Tab mal reinzuschreiben, woran ihr gerade arbeitet, was euer Ziel so ist im Sport sozusagen. Genau, und ja, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!